Folgen Sie der Kultur, der Musik, der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Werkstatt Bayreuth heißt ja immer auch Umbesetzungswerkstatt Bayreuth. Ich glaube aber, bei einem Ring ist es besonders schlimm, oder? Wir haben dieses Jahr sehr viele Umbesetzungen, ja. Nämlich wie viele? Im Ring 29 und dann noch so ein paar zusätzliche. 29 Rollen, so viele hat das Stück? Wow. Das Stück hat 51 Rollen. Da hat das jemand auswendig gelernt, aber das muss er auch sozusagen aus professionellen Gründen wahrscheinlich. Ich würde mal eher sagen, nachgezählt beim Kalkulieren. Und es ist ja auch zwar 51 Rollen oder 29 neue Sänger dafür, aber wir haben natürlich auch bei jeder Rolle mehrere Kostüme. Das kommt noch zusätzlich dazu. Und ist es dieses Jahr sozusagen jetzt sehr eng geworden oder ging's? Das ist ja auch quasi immer, wir müssen es immer planen, wie kriegen wir das hin. Und normalerweise sage ich immer bei Interviews, dass man unsere Arbeit am besten gar nicht merkt und dass wir es dann richtig gemacht haben. Und natürlich ist es jetzt, dass wir es verzahnen müssen, wann machen wir welches Stück. Da arbeiten wir auch immer sehr eng mit dem künstlerischen Betriebsbüro zusammen. Wann ist welcher Sänger da, wann muss welche Anprobe sein. Also das haben wir irgendwie Monate vorher geplant, wann ist welcher Videodreh für den Ring nochmal. Weil das heißt ja auch, dass wir nicht nur für die Probe fertig sein müssen, sondern wir müssen ein paar Videos, die vorgedreht sind, einfach auch machen. Das passiert auch gerade diese Woche. Und das geht halt wie ein Zahnrad ineinander, dass wir immer wissen, okay, wann wird welches Kostüm genäht und wann muss was fertig sein. Also und von daher kriegen wir das schon hin, weil es einfach unser Job ist. Ja. Corsage ist immer am schwierigsten, oder? Es kommt drauf an, aber es ist immer ein sehr herausforderndes Kostümteil, weil man natürlich da am meisten bedenken muss. Und das soll ja auch schön sein und die Sänger müssen oder Sängerinnen müssen auch singen können damit. Und da gibt es verschiedene Vorlieben, aber wir haben auch eine ganz tolle Gewandmeisterin, die quasi auch so eine Korsett-Spezialistin ist. Und da weiß ich, dass ich mir überhaupt nie Sorgen machen muss. Und das ist immer toll, was da. Ich freue mich dann immer auf die Anprobe, was da rauskommt, also welche Nahtlinien sie wo hingelegt hat. Und da sind eigentlich, es gab noch niemand, der gesagt hat, das mag ich nicht, das ist so. Ich wollte gerade sagen, es gibt immer Jubelschreie aus der Corsage. Ja, das gibt's. Das hatten wir auch dieses Jahr mit Vorleben geholt. Ja, die hat sich sehr über ihre Corsage gefreut. Und wollte wahrscheinlich doch gleich dann noch mehrere weitere haben, oder? Ja, das. Dann sage ich immer, wir machen jetzt erstmal das fertig, weil wir sind natürlich wir kümmern uns um die Sänger hier und die Rollen hier. Das andere ist dann, können wir einfach gar nicht machen. Aber ist klar, wenn sie dann natürlich Blut geleckt hat und gesagt, die Corsage sitzt jetzt super gut und da fühle ich mich wohl und die brauchen ja auch Konzertkleidung. Ja, dann kann die das ja gerne ausmachen, jenseits dieses Hauses mit den Leuten, die es genäht haben. Dafür gibt es ja auch, zum Glück sind ja auch einige Freischaffende dabei, für die sich dann freuen. Genau. Haben die Männer irgendwelche Probleme oder lassen die sich leichter und bekleiden? Nö. Also das finde ich ist absolut gleich. Also ich würde auch nicht sagen, dass Männer weniger eitel sind als Frauen. Und es sind einfach andere Gegebenheiten. Man muss mit anderen Dingen umgehen und ich werde jetzt natürlich nicht die Tricks verraten, die wir haben, aber wir haben schon sehr, sehr viele, um unsere Sänger glücklich zu machen. Und das ist einfach auch unser Job, dem Kostümbildner auch zu helfen und zu sagen, wie sieht der Sänger besonders toll aus oder also je nachdem, was gewünscht ist, was er sein soll. Aber es ist, wir haben da schon sehr viele Möglichkeiten. Fühlt sich der Sänger wohl im Kostüm, singt er auch besser? Bestimmt, ganz sicher, weil das ist ja eine zweite Haut für den und es hilft dem natürlich auch sehr für die Rolle.